So, da sind wir und dann sagen wir jetzt, okay, alle Truppen nach vorne. Ihr seht auf der Karte das eingekreiste Gebiet, wo wir uns gerade befinden. Quandar Rossmann, du bezahlst dafür, dass du unser Dorf niedergebrannt hast. Franks Armee? Ich werde auf euch auf Befehl des... seiner Majestät des Imperos vernichten. Das hier ist der erste Kampf, der erste Krieg für die Befreiungsarmee. Gebt euer Bestes. Hey. Hier, ab geht's. Ja, das ist, wie gesagt... wird immer, ja, immer ausgereifter, das Ganze hier, in jedem weiteren Suikoden-Spiel. Wir haben hier verschiedene Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel, haben wir Charaktere, ich kann es ja mal von vorne zeigen, Charge Attack, das sind meistens die Hauptcharaktere, wie das Team des Commanders, ich habe zum Beispiel Gremium und Pan in meinem Team, dann die Lepin-Familie, haben eins, da kommt dann wahrscheinlich die werden alle ausgefüllt und zum Schluss hat man hier ganz viele verschiedene Trupps, die halt verschiedene Sachen machen können. Charge Attack ist die Landattacke mit Speer und Schwertern und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir die Bogenschützen, die Schönheiten, die Kriegerschönheiten, ja gut, die Elfen, die ja sowieso mit Bögen umgehen, ich weiß nicht, warum die Köche dabei sind. Und Magie ist natürlich, haben wir natürlich in dem Film Kinder der Runen, ist natürlich Luke drin und ist eigentlich das stärkste Team, kann nicht übertroffen werden. Ist jetzt natürlich erst auf 19, denn es ist ja nur eine Person, das wird dann noch erhöht. Hier auf der anderen Seite haben wir auch nur Vicky. Und dann haben wir noch eine unter Others laufende Sache, und zwar Charaktere, die nicht kämpfen, sondern eher für andere Dinge zuständig sind. Das wären zum Beispiel hier die Merchants. Make the enemy turn traitor, also bekehren den Feind auf unsere Seite. Hier mit zwei Golems, sage ich mal, die können wir losschicken. Die checken die Strategie vom Gegner aus. Manchmal fehlt das, aber ja, generell stehen die Chancen ganz gut, die es klappt. Und mit ihm hier können wir die Attack-Kraft, der Charge-Attack, die wir mit unserem Team, die wir zum Beispiel haben, können wir jetzt verstärken oder verdoppeln. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Wir werden jetzt erstmal das hier versuchen, nämlich die Taktik herauszufinden, die er jetzt anwenden möchte. Oh, na super, das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht vor. Wir haben 200 Goldmünzen geklaut. Ich wollte eigentlich immer die Taktik haben vom Gegner. Gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich mache nichts Falsches. Versuche Magie. Jawohl, und er macht Charge Attack. Und das waren 300... Oh, 300 sag ich schon, das waren 3000 waren es, glaube ich. Gegner, die wir eben mal mit Lukes Windrune getötet haben. Das ist natürlich schön, die gegnerische Zahlen so zu ruinieren. Also ich hoffe, ich komme immer durch, generell. Es ist der erste Kampf, hier kann wirklich noch nicht viel passieren. Ich werde es auch gleich nochmal versuchen, nämlich mit Vicky. Ja, und das klappt wieder, weil der Gegner wieder Charge Attack macht. Das heißt, er hat Schwächen. Zum Beispiel ist die Charge Attack, wo der Gegner eine große Reichweite zurücklegen muss. Er muss zu einem rennen, um zu kämpfen.
Und ja, ist schwach gegen Magie, weil wir ihm quasi die Magie dann um die Ohren hauen, sozusagen. Und Magie wäre wieder anfällig gegen Bogenattacken, ja. Das wären so ein, zwei Dinge, die ich jetzt hiermit erklärt habe. Und da muss man hoffen, es kann auch sein, dass, wenn man mal etwas Falsches macht, wie zum Beispiel, ich mache Magie mit Luke und der Gegner macht Bogenschüsse, dass das vollkommen nach hinten losgeht. Und Luke dann getötet wird und dann ist er nicht mehr nutzbar für das ganze Spiel. Ja, okay, das hat nicht geklappt. Schade eigentlich, das hätte ich jetzt gerne auch noch mit drin gehabt, da die anderen Sachen ganz gut geklappt haben. So. Oh, jetzt haben wir wieder jemanden, der hier reingehen kann und die Dings checken kann. Warum auch immer. Charge Attack. Ja, es ist der erste Kampf, wie gesagt. Er denkt es. Also, ihr braucht dann keine Angst haben, er weiß es eigentlich. Ist jetzt, was soll er auch sonst machen in dem ersten Krieg, also wir steigern jetzt unsere Kraft, hier ist der Plan und stellt sicher, dass es auch funktioniert. So, das hat er an die Spitzen unserer, an die Speerspitzen unserer Armee zu Lande gesagt und damit haben wir jetzt hier, seht ihr, Charge leuchtet hellblau. Somit ist unsere Attack Power gesteigert. Wie gesagt, ich habe selber nicht drauf geachtet, ob es das Doppelte war. Ja. Wir können jetzt quasi. Good Buddies, ja. Gut, wir werden jetzt einfach. Ich schicke jetzt mal welche drauf. Ich könnte jetzt eigentlich meine. Stärksten werde ich jetzt drauf setzen, ist sowieso der erste. Und das Team des Commanders ist noch komplett. Ja, das sieht dann so aus. Und die sollte jetzt eigentlich gar keine Chance gegen mich haben. Oh, und ich habe doch welche verloren. Oh, sogar gar nicht mal wenig. Schade. Ja, dann gibt es hier so ein niedliches Gejubel nochmal. Herzlichen Glückwunsch, wir haben gewonnen. Verdammt, du. Es ist Zeit für den brennenden Spiegel. Ja, und Panu Yakuta ist, ja, die Burg von Wanda Rosmann. Haha, ich brenne euch alle mit dieser Sache, mit diesem Ding nieder. Verdammt, Quandas plant, den brennenden Spiegel zu benutzen. Was? Alle Truppen, Rückzug. No, nein, vergesst das. Das ist Irrsinn. Haltet den Schaden auf ein Minimum. Ja, und er hat da schon ganz andere Pläne. Er sagt hier nämlich, ja, ist ein bisschen zu spät, um große größeren Schaden zu vermeiden. Ihr werdet jetzt alle drauf gehen. Das hier ist der Preis, den ihr zahlt. Was war das? Ho. Das ist das, was du bekommst für den Diebstahl. Sieh die Kraft der Feuerwindkanone. Chef. Anführer der Zwerge. Sieht aus, als wären wir rechtzeitig hier angekommen, junge Elf. Okay. Lass uns in die Burg gehen und Quanda Rosmans Kopf holen. Komm schon, Jack. Ich gehe auch, junger Meister. Bitte, Jack, nimm mich auch mit. Und Kirkes will auch mit. Und ich glaube, ich kann mir gar nicht aussuchen, wen ich hier mitnehmen will. Ich glaube, die kommen einfach alle mit, wie sie wollen. Jawohl, genau. Also für mich unabänderbar. Wenigstens habe ich die Wahl. Also habe ich hier ein Menü. So, und da müssen wir jetzt den Kurumimi. Müssen wir nach vorne stellen, da er sonst ja nicht attackieren kann. Oh.
Ja, seht ihr, das ist bizarr, ne? Das ist echt schon bizarr. Gut. Dann kann ich es nicht vermeiden. Fluchttal ist mein Bild. Opferbuddha, das sind die Sachen für Luke. Tja, ich kann versuchen hier das Bandana. Kann aber keiner mehr nutzen. Nee, das ist totaler Kappes. Das Gute ist, wir können uns jetzt hier in diesem Ding nochmal heilen. Speichern können wir nicht. Und wir können auch nur... Wenn ich irre, nur oben auf die Burgbrüstung. Gut, jetzt gibt es erstmal den Kampf. Der wird nichts abziehen, der wird einfach gar nichts abziehen. Oh, der wird doch was abziehen. So, Viktor. Können wir gleich nochmal Medizin benutzen, da Koromini ja was verloren hat. Mit dem Rest heißt es mal wieder voll aufs Maul. Oder wie ist es den Versuch? Okay. Ja, kommen wir oben raus. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwas erreichen können. Ich weiß noch nicht mal, ob man hier vielleicht noch eine Person kriegt. Müsste man später nochmal hinlaufen. Hier haben wir schon mal eine Truhe. Und natürlich Gegner, was auch sonst. Und drei verschiedene Sorten. So. Stahlschild. Nun gut, mal sehen. Vielleicht kann man das ja gleich irgendwie durchreichen. Eigentlich etwas, was nur meistens nur Ritter. Na gut, er kann es tragen. Zum Beispiel. Er kann es auch gebrauchen, weil er nämlich keine vernünftige Kleidung hat. Also geben wir es ihm einfach gleich. Was
gar nicht, ob sie überhaupt sowas hat. Ja, anscheinend schon. Ja, Holzschild. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal Energie aufladen. Und ich denke, man kann nur oben lang, also beziehungsweise geradeaus. Bisschen komisch. Burg ist leer. Man sucht hier einen Obergangster und alles, was da ist, ist ein Zimmermädchen, bei dem man schlafen kann. So, ich wünsche natürlich, ich hätte hier ein... Oh. Ich wünsche natürlich, ich hätte hier eine Möglichkeit zu speichern. Mal gucken, was die hier so drauf haben. Nichts ist auch nichts Neues. Und die Gegner kommen in Scharen. Oh, und ich muss das Video beenden. Wir sehen uns gleich wieder.